So, hallo, wir machen weiter. Bei Breath of... Blödsinn. Hyrule Warriors. Die Zeit der Verheerung. Wir sind im Wald der Crocs angekommen. Haben letztes Mal mit Vamedo ordentlich aufgeräumt. Und schon mal hier einige Crocs auch gefunden. Ich bin jetzt erstmal einen anderen Weg gegangen. In der Hoffnung, dass ich dann hier nachher recht schnell durchkomme und jetzt schon aufgeräumt habe. Hier waren nämlich verdammt viele Monster auf dem Weg. Und Crocs. Deswegen gehen wir das jetzt alles gerade zurück. Und gehen den richtigen Weg weiter. Der hier runter führt. Das heißt, ab jetzt muss ich mich wieder ein bisschen umgucken nach Crocs. Und nach Monstern. Aber scheinbar sind die auch alle einfach schon weitergelaufen. Aber ich habe bisher keine... Ah, gucke mal. Ich habe bisher keine Meldung bekommen, dass ich mich irgendwie beeilen muss oder so. Das heißt, ich denke mal, das ist spielbedingt in Ordnung, so zu laufen, wie ich gelaufen bin. Da wird nämlich jetzt... Ja, hier geht es erst richtig weiter. Okay, perfekt. Oh, ein Stahl-Hinox. I see. Na dann. Link! Den Kleinen haben wir den ja schon mal erledigt. Den Kleinen, aber als nicht als Stahlform, so wollte ich das sagen. Aua. Ich drück immer... Mann! So. Ich drück immer die eine statt der anderen. Das ist unglaublich bei den Tasten. So, jetzt kriegt er hier auf die Mütze. Mal gucken, ob es reicht, ihn runterzubringen. Ja, das reicht. Easy. Zack. Immer ordentlich drauf auf den Kollegen. Na komm, mach was. Kann ich eigentlich in sein Auge rein? Ja, nice, das geht. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das... Aber gut, es ergibt Sinn, dass das eingebaut ist. Man müsste halt treffen können. Sehr schön. Perfekt. Runterbringen. Ja, fast. Das war ganz knapp. Hat nicht ganz gereicht. So, jetzt. Easy. Zack. Das war's. Auge ist rausgerollt. Es aber hat sich erledigt. Ne? Ja. Okay. So, die laufen auch schon alle fleißig weiter. Ich gehe nur einmal kurz hier im Kreis um die Map rum. Und gucke, ob hier noch ein Croc an der Wand lebt, wohnt oder so. Aktuell nicht, da müssen wir nachher noch durchkommen. Okay, hier in dem Kampfgebiet war jetzt kein Croc. Gut. Dann einmal hier um die Ecke. Da ist auch nichts. Da ist einer. Okay. Und da sind wir jetzt im Wald. Nee, da kommen noch ein paar Gegner. Kommen noch ein paar Gegner. Ich sehe es auf der Karte. Aber wir sind so gut wie... Okay. Jemand hat alles in Schlamm verwandelt. Da geht's nicht weiter. Ja, wir gucken uns das mal an. Wait, was ist jetzt auf der Karte passiert? Die ist ein bisschen größer geworden. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Yo.
Okay, das sind jetzt ein paar Gänge dazu. Oha, mein Gott. Das sind ein paar Gänge dazugekommen. Dann gehen wir doch mal hier lang. Du kannst nun Maronus steuern? Der ist ein Charakter? Will ich das? Eher nicht. Also es gibt echt Charaktere, die muss ich jetzt nicht haben. Der gehört definitiv dazu. Nice. So, gehen wir erstmal da lang, weil das scheint ein Weg zu sein, der aufhört. Mit der Zeit. Jo, tschüss mit euch. Abflug. So, einmal hier nochmal am Rand entlang. Nicht, dass ich da was kurz übersehen habe. Ah, da ist zum Beispiel eine Kiste. Okay, aber die kann ich nicht aufmachen. Dann gehen wir erstmal weiter nach hinten. Da ist sowieso irgendwas, was wir machen müssen. Eine von den Dingern wird angezeigt, dass ich da eh hin muss. So, A wäre wieder aufgeladen, aber das war jetzt bei einem großen Gegner. Das ist sonst Quatsch. Okay, da geht's eh nach hinten. Da muss ich eh hin. Da ist irgendein großer Kampf. Ich weiß nicht, was für einer, aber da ist ein großer Kampf, weil da ist eine große Karte. Und auch ein großer Punkt. Stufe erhöht, ja, nice. Kann man mitnehmen. Blauer Exalverschoss. So, das war einfach Material. So, was ist jetzt da drin los? Oh. Ah, hier sind lauter solche Dinger. Ah, ich verstehe. Dann fangen wir doch mal damit an. Okay, die halten jetzt nicht so viel aus. Dachte, das werden krasse Gegner, aber... Okay. Die sind jetzt nicht so die krassen Gegner. Ah ja, I see. Die sind relativ gewöhnlich. Aber da machen wir viel Stück damit. Gut, ich verstehe, was wir tun sollen, warum es vier Wege gibt. So blinkt jetzt Maronus auf der Karte. Muss ich zu dem wechseln oder was? Ist der gerade in Bedrängnis? Nee, okay. Scheint nicht so. Hier kam ich her, ne? Nee, hier kam ich nicht her. Oder ich habe die einfach übersehen, die Truhe. Ich habe die Truhe einfach übersehen, okay. Ja doch, hier kam ich her. Okay, dann müssen wir auch nochmal zurück, weil es könnte ja sein, dass da irgendwelche Secrets noch sind in Form von Crocs. Und selbst wenn nicht, kriegen wir EP. Also ist in jedem Fall sinnvoll, hier hinzukommen. Aber hier scheint einfach nichts zu sein.
weiß halt nicht. Kann in so Kisten auch. Könnte auch Crocs. Ich meine, das sind Rubin und so drin, ne? Sicherlich nicht verkehrt, die kaputt zu machen, aber ich glaube nicht, dass da was drin ist, was Croc-technisch relevant ist. Ich hoffe es einfach mal. Ich weiß es nicht. Oh. Ja, ernsthaft jetzt. Ey, da kommen Rubine raus. Das ist ganz cool. Die können wir mitnehmen. Aber sonst ist hier nichts. Okay. Gut. Geht jetzt hier dieses Tor auf, wenn ich da rumlaufe? Nein, aber ich komme doch von der anderen Seite, käme ich da doch eh hin. Okay. Also muss ich normal zurücklaufen. Es wundert mich, dass hier einfach nichts ist. Ich hätte gedacht, hier wird irgendwas sein. Kann ich da Bomben reinwerfen? Nee, das nützt alles nichts. Okay. Dann ist da halt nichts. Dann können wir den Weg hier weitergehen. Und kommen jetzt genau an diesem Tor vorbei. Das hätte jetzt auch einfach auf. Wieso war das denn jetzt zu? Rums. Ne, wieso war das denn jetzt zu? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So. Ah, ich habe leider gerade nichts. Aber ich könnte den hier machen. Den anderen. Ja, den da. Ah, das ist auf jeden Fall gut für ihn, ihn mit einem Feuerstab zu besiegen. Und ab dafür. Na sowas. Na, da guckst du, Rivali, ne? Immer so tun, als wärst du was Besseres. Dabei sind wir in etwa gleich gut. Wir müssen ja nicht sagen, dass ich besser bin. Ne? Ich muss mich ja nicht auf dein Niveau herabbegeben. Aber ich bin besser. So. Okay. Hier ist nichts. In diesem ganzen Gang ist absolut nichts. So, gleich ist das A wieder voll. Was gut für den nächsten großen Gegner ist. Okay, ich kann da rein, ich kann da lang, ich kann da... Oh Gott, so viele Wege. Ja, komm, ist okay. Wir gehen da lang. Ist da ein großer... Da ist nirgends ein großer dabei. Dann nützt es eigentlich gerade nicht so viel, dass ich das aufgeladen habe. Aber wir räumen hier einfach mal mit auf. Und dann gehen wir wegtechnisch. Es geht alles wahr. Es ist furchtbar. Es geht alles im Endeffekt weiter. Ich kann hier nicht durch den... Will echt nicht sagen, aber diese unsichtbaren Wände sind schon ein bisschen arg übertrieben programmiert, ne?
Ach, hier komme ich nicht durch jetzt, oder wie? Ah. Okay, das ist auch einfach wie eine Wand. Ich kann da gar nicht rein. Okay. Verstehe, da ist eh Schluss gewesen. Dann gucken wir nochmal hier lang, ob ich jetzt irgendwas übersehen habe. Sieht aber nicht danach aus. Dann können wir auch hier lang weitergehen. Und da rein. Hier ist sowieso gerade Party aus irgendeinem Grund. Und Zelda ist hier auch beschäftigt. Na komm. Link! Zelda! Ich kann auch deinen Namen sagen. Nee, kann ich nicht. Ich bin Link, ich kann nicht sprechen. Yo. Ich möchte mich da bitte nicht irgendwo reinbacken. Wo ich da nicht mehr rauskomme. Das wäre nicht so cool. Okay, das ist jetzt wie so ein Vorposten. Das heißt, da sind jetzt Soldaten aufgetaucht. Na, dann gehen wir halt hier weiter. So, wie viele Gegner hier einfach sind. Au. Au. So. Tschö. War nett mit dir. Eigentlich nicht. Okay. Hier geht's nicht durch. Aber das geht nachher alles noch auf. Da haben wir noch mehr alternative Wege. Aber auch hier ist nichts krogmäßig. Aber eine Truhe ist hier. Wieso übersehe ich sowas immer? Topaz war drin, sehr schön. Warum übersehe ich sowas immer so schnell? Okay, da mein A gerade aufgeladen ist, laufe ich jetzt erstmal ganz schnell zum nächsten Schattenkämpfer. Das war nicht so klug. Der offenbar da hinten auf uns wartet. Der Phantom von Rivali. Das Phantom von Rivali. Was mich nicht wirklich interessiert, weil ich diese Attacke hier habe. Also die Phantome sind tatsächlich jetzt nicht gerade die spektakulärsten Gegner. Aber gut, so ist das. Ah, und mit jedem Phantom, was ich besiege... I see. Mit jedem Phantom, was ich besiege, kommen mehr Sachen dazu. Weil keine Crocs mehr versteckt, ne? Also ich übersehe die jetzt nicht oder so. Ich glaube, das sind einfach keine.
So, jetzt können wir noch den Weg nach oben gehen. Ich glaube, dann kommen wir dahin, wo ich vorhin nicht durchgekommen bin. Von der anderen Seite einfach. Yo. Okay. Einfach alles wegmetzeln, so. Genau, aber jetzt ist dieser Weg offen. Ja, hier bin ich nicht, oder? Hier bin ich doch nicht durchgekommen vorhin. Ich weiß es nicht. Sieht irgendwie so aus. Ja, da bin ich nicht durch vorhin. Jetzt konnte ich durch. Okay. Aber hier ist auch nichts. Also zumindest nichts, was ich gebrauche. Entschuldigung. Was ich gebrauchen könnte. Ja, hier waren wir. Okay. Ja, lasst mich in Ruhe. Hier ist einfach nichts. So, hier waren wir gerade drin. Aber auch hier war nichts, was wie ein Krog ausgesehen hat irgendwo. Nee. Ich hoffe, eine Truhe habe ich auch jetzt nicht übersehen. Keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir hier weiter durch. Und da rein. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das geht jetzt hier einmal aus rum. Hier ist ja der große Baum. Weil man könnte einfach hier durchlaufen. Über den Baumstamm drüber und schon ist man da. Aber das ist ja zu einfach. Okay, da ist jetzt ein großes Dings. Ich denke, da kann ich wieder... Ja. Da wird gleich wieder ein größerer Gegner auftauchen, dann kann man den mit A wegzünden. Und dann habe ich diesen Vorposten auch eingenommen. Easy going. So, aber hier sieht auch nichts nach einem Krog aus. Oh, aber ich sehe, wenn ich das auf der Karte richtig interpretiere, ist hier gleich Schluss. Weil hier mehr von dem Zeug ist. Okay, dann geht es hier noch gar nicht weiter für uns. Also wieder zurück. Geht ja fix. Ich glaube, auf den Wegen sind überall keine Dings. Hier ist auch noch zu. Keine. Ach, weißt du schon. Hier ist auch noch zu. Cox. Dann gehen wir jetzt hier rein. Und müssen jetzt nach. Ah ja, hierhin zurück. Zelda, befasst dich halt nicht mit denen. Das ist Zeitverschwendung.
Okay. Wo bin ich jetzt? Da bin ich. Denke, hier waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Aber die Frage ist, gibt es hier noch irgendwas Krogartiges? Na, hier war ich schon. Das geht noch nicht auf, ne? Okay. Okay. Dann gehen wir halt nach hier weiter. So, hier ist ja auf jeden Fall ein neues Gebiet wieder. Aber ich sehe nichts an Krog. Also ich glaube, auf den Wegen sind einfach keine. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach blind. Okay, hier kann man auf jeden Fall rein. Das muss einer der aufgetauchten Dingens sein. War eher ich, der erst Tschüss gemacht hat, aber so geht's auch. Na sowas. Ja, wer war die? Ist jetzt aber schon ganz schön oft erstaunt heute. So. Aber theoretisch dürfte ja Revali eigentlich in diesem Spiel gar nicht so richtig überzeugt von uns werden. Weil so richtig überzeugt haben wir ihn ja eigentlich erst in Dings, ne? In Breath of the Wild. Wenn man's so sehen will. Gut, er könnte zwischenzeitlich doch überzeugt gewesen sein, so das ist eigentlich nicht ausgeschlossen. Wir gehen erstmal darum. Hey! Hier geht's nämlich gleich nicht weiter. So, hier ist einmal der Weg zu. Und hier ist nämlich Schluss. Irgendwas muss hier ja sein. Ach, das ist so ein Turm. Das sehe ich jetzt erst. Dann kann ich den ja einfach zusammenkrachen lassen. Wo ist die Truhe? Ah, da. Ein Feuerstein. So, der hat sich auch verabschiedet. Dann war das jetzt mehr für die Truhe. Aber einen Krog sehe ich jetzt nicht. Ihr auch nicht, ne? Ne, ihr seht auch keinen Krog. Okay, cool. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, dann war das der Weg. Der, wie es zu erwarten war, nur ein Secret bringt.
hier geht's auch nicht weiter. Hier könnte auch was sein, ist aber nicht. Zu schade. Zu schade. Ich persönlich hätte hier in dem Zipfel was versteckt. Aber wenn das Spiel das nicht will, dann ist das halt so. Okay. So. Alles weg hier. Das war dumm. Ich hätte mein Schild einsetzen können. Ich gehe noch viel zu leichtfertig mit solchen Sachen um, einfach weil es bisher nicht wirklich schwierig ist, was wir tun. Na? Bisher ist es wirklich so, ja. Nicht herausfordernd. Okay, jetzt kommt die nächste Dings. Ein Daruk-Phantom. Oh, ich habe diesmal A nicht aufgeladen. Ich muss jetzt ja mal richtig kämpfen gegen die Phantome. Ja, das wirkt doch gleich schon ganz anders. Okay. Aber auch kein Problem. Und die nächsten tauchen auf. Also dann. Jetzt wäre Vali dran. Ah, hier geht's auch wieder nicht weiter. Ist jetzt die Frage, ob hier noch was ist. Sieht nicht danach aus. Okay. Ich weiß, ich könnte jetzt zu Rivali wechseln. Ah, den Weg bin ich gegangen. Aber ich wechsle jetzt nicht zu Rivali. So, da hinten ist dann der nächste. Und der letzte. Damit ist dann der Weg offen. Ja? Muss man auch dazu sagen. Damit ist der Weg jetzt dann gleich offen hier. Da ist erstmal der Blitzmoblin. Aber wir kriegen gleich A. Das war zu spät. Da ist A. So, gehen wir erstmal zum Phantom. Komm, wir gehen erstmal zum Phantom. Warum nicht? Okay, da geht's nach links. Oh, da ist noch ein Blitzmoblin. Ja, moin. Ah, und hier ist Dings auch am Camp. Aua! Maronus auch am Camp. Sehr schön. Ach, Rivali war auch noch mit dabei. So, da oben, jetzt gehen wir erstmal da oben hin. Hier ist doch jetzt... Oh, hier ist noch mehr Zeug.
Aber hier oben ist einfach Feierabend. Ah, Link, hört um auf zu werfen. Warte doch, bis ich... Oh mein Gott. Ach, da war eine Truhe. Das war hier oben, okay. Ah, jetzt hätte ich es einsetzen sollen, aber konnte ich nicht. War dumm. War dumm. Sehe es ja ein. Nicht so gut. Dass der immer in die falsche Richtung erstmal wirft. Na sowas. So, weg mit dir. Das war der Freudentanz, den wir vorhin verpasst haben. Okay. Ne, das sah so aus, als ob da irgendwas ist, aber da ist nichts. Ja, effektiv war es dann hier mit dem Weg. Das war für die Truhe da oben wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, der Karte nach kann man hier nicht durch und kann man tatsächlich auch nicht. Da ist wieder einfach dicht. Dann ist hier der kürzeste Weg überhaupt, der kürzeste, nicht der schmalste Weg. Au! Ich bin ja nur froh, dass wir hier nicht den Effekt haben, dass man, wenn man elektrisiert wird, ständig sein Zeug verliert. Das wäre belastend. Okay, hier kann ich nicht weiter. Erstmal da lang gehen, wo ich nicht weiter kann. Beste Idee. Okay, aber jetzt haben wir A aufgeladen. Jetzt können wir einmal ganz schnell zu dem Phantom rennen und das Phantom einmal wegahnen. Letztes Phantom im Übrigen. Kann dann jetzt ja nur noch das, ja, Urbosa Phantom sein. Moin! So, das war's dann auch mit diesem Phantom. Und damit haben wir alle Phantom. Ah ja. Jetzt verzieht sich das überall. Der Sumpf des Zorns. Der Weg in den Wald der Crocs ist frei. Wir sind schon die ganze Zeit im Wald der Crocs. Okay. Yo! Kann ich nicht weiterlaufen, wo ich bin? Kriegen wir eine Cutscene? Ach so, wir sind am Masterschwert schon. Ja, gut. Ja, das soll mir recht sein. Okay, wir sind nicht am Oh. Das konnten die gerade noch nicht. Das ist der Typ! Hm. Okay, wir sehen den jetzt. Jo, zieh das Schwert. Link! Hm. Tötet sie! Nee, nicht so gut. Yep, wir ziehen das Schwert.
oder das Licht reicht einfach aus. Jo, es sieht voll gut aus. Alter, die Musik, Mann! Die Musik! Ich muss ganz kurz... Großer Fan. Wir werden das niemals behalten dürfen. Das ist viel zu stark. Wir werden das niemals behalten dürfen. Okay, was macht er? Astor, Vorbote der Verheerung. Okay, Astor. Kannst du so? Aua. Aua. Glaube einfach drauf ist nicht die beste Taktik. Auf Nimmerwiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen, okay, ja. Ah, warte, ist das so ein... Wir schleudern das zurück, Ding? Nein. Ah, Mist, ist wieder voll reingelaufen. Ah, jetzt kriegt er, jetzt kriegt er, jetzt kriegt er, jetzt kriegt er, jetzt kriegt er. Jetzt nicht mehr. Okay, den Dingern kann ich einfach ausweichen. Ich wollte der großen Kugel... Okay, den Dingern auch ausweichen, yo. Oh, jetzt, ja. Kann ich ihn einfach? Okay, kann ich. Warum nicht, ne? Au. Jetzt habe ich ihn mal erwischt. Und jetzt kriegt er gleich seine erste... Zum ersten Mal auf die Mütze. Also wird das nichts. Jetzt! Zack! Oh, hier, da fehlt noch einiges. Nicht mehr gespielt. Okay, wir spielen nicht mehr, habe ich verstanden. Ja, cool. Ich glaube, er spielt nicht mehr, er macht jetzt komische Dinge. Ach so, ich verstehe. Ich muss die anderen anvisieren. Sind hier erstmal wieder alle dran. Hä? Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, aber ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Das war interessant. Hey.
Kann ich auch Magie machen hier auf dich, Kollege? Was? Worauf hast du Bock? Hast du hier drauf Bock? Ja, da hat er richtig Bock drauf. Ja, nice. Da hat er richtig Bock drauf auf Blitz. Okay, das hätte ich mal wissen sollen vorher. Das hätte ich mal wissen sollen. Aber jetzt weiß ich's. Er hat richtig Bock auf Blitze. Kommt jetzt wieder? Ja, okay, alles klar, verstanden. Na, da war doch gerade noch einer da. Da, noch ein letzter. Ich hoffe, ihn damit gleich zu erwischen. Schade. So, wir machen aber gleich den hier. Das scheint nämlich ganz gut zu funktionieren. Ja, wow. Ja, so ist das easy. Tschüss, Kollege. Aster ist geflohen. Befreiung des Waldes der Crocs. Sieg. Und wir konnten den Rest nicht ablaufen. Schade. Okay. Nice. Wow, zwei Waffen kamen dazu. Ja, das hat sich ja gelohnt, die vorhin auszugeben, abzugeben. Aber ist okay. Wir haben es ja nicht grundlos gemacht. Alter, er hat einfach Rasseln. Und wir haben tatsächlich ihn. Ich will nicht mit dem spielen. Das heißt aber, für ihn kriegen wir jetzt auch... Aua. Für ihn kriegen wir jetzt auch Missionen. Na gut. Treue Kodachi. Diamant. Hylia Kapuze, Hylia Gewand. Aber bisher hatte ich irgendwie jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwelche effizienten Sachen sind, sondern einfach nur Kleidung eben. Oh, der Dekobaum. Dekobaum. Seid unbesorgt. Dieses Schwert ist der Schlüssel, um den Sieg über die Verheerung davonzutragen, die Dunkelheit zu versiegeln. Jüngling, du wurdest vom Schwert erwählt und besitzt nun die Macht, die Verheerung zu besiegen. Und du, hohe Priesterin von Hyrule, sorge dich nicht länger. Der rechte Weg wird sich dir schon bald öffnen. Jawohl. Verzeihung. Für mich ist es Zeit, ein kleines Nickerchen einzulegen. Das war jetzt auch schon eine wichtige Rede, Dekobaum. Ihr seid nun bereit, mit allem fertig zu werden, was das Schicksal euch in den Weg legt. Auf dass ihr Hyrule in eine neue Zukunft führt. Kriegen wir jetzt irgendwas auf der Karte, womit wir Crocs nutzen können? Also die Crocs-Samen nutzen können? So irgendwie so ein Croc-Shop? Das wäre doch jetzt eigentlich an der Zeit. Ich meine, wir haben Maronus, der sammelt normalerweise die Crocs. Na, ihr versteht, was ich sagen will. Auf jeden Fall muss jetzt ganz viel dazukommen. Das war in der Tat viel. Holy moly. Okay, das nächste ist der Gongolberg. Da gehen wir aber noch lange nicht hin, ne? Ist ja klar. Sondern hier, da ist nämlich das, was ich suche. Jawollo.
Jetzt kann ich... Ah, ich kann auf der Karte Krogsamen einsetzen. Für... Für Stauraumwaffeninventar plus 1. Was hat das jetzt ausgelöst? Du kannst einen Apfel mehr tragen. Ah, hier, das kostet dann 2. Okay, also Krogsamen sind dann auch Materialien, einfach um hier Sachen freizuschalten. Ich verstehe. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das war jetzt ein Apfel mehr. Sehr schön. Ah, das war's. Mehr gibt's erstmal nicht. Maronus, längerer Kombo-Angriff. Na gut, dann müssen wir auch das hier mal durchgehen. Ich will Maronus überhaupt nicht. Nee. Ich will das nicht. Da waren auch Krogsamen dabei. Okay. Hurra! Ich bin stärker geworden! Oh mein Gott, du gehst mir auf den Keks. Oh, wie ich sowas... Oh, nee. Und hier ist Maronus Training. Ja, natürlich. Hier gibt es auch einfach 3 Krogsamen dafür. Okay. So, was haben wir hier? Das kann man auch machen. Daruk, längerer Kombo-Angriff. Ich platze vor Energie! Ja. Das ist okay. Platz du mal. Aber bitte nicht zu laut. Das hier wird angezeigt. Was ist das? Forschung zur Rostentfernung. Was ist das denn? Tja, das war eine reife Leistung. Rostentfernung erlernt. Waffen entrosten. Wenn du deine rostigen Waffen zur Hylia-Schmiedegilde bringst oder Hylia, kannst du dort den Rost entfernen lassen. So sind deine Waffen im Kampf wieder effektiv einsetzbar. Wie können die rosten? Was willst du von mir? Also wenn, dann kann scheinbar nur bei Link was entrostet werden. Ach so, das ist ver... Ah, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, jetzt habe ich hier 2 Plätze, okay. Ich muss das mit einem Material entrosten, oder was? Wenn ich jetzt einfach Bockblindhorn nutze. Hey, ich okay, ich raff's nicht. Da unten steht er benötigt 0 von 5, 0 von 100. Okay, wir brauchen jetzt nichts entrosten. Wir brauchen jetzt wirklich nichts entrosten. Aber ich habe jetzt das. Habe ich jetzt das Masterschwert eigentlich als Link bekommen? Ja, nice. So, Frage. Kann ich jetzt das Master... Achso, dafür muss ich hier reingehen. Kann ich jetzt das Masterschwert... Ich kann das kombinieren. Dann geht das gleich auf 44 von 36. Ich denke mal, das Masterschwert wird das sein, wo wir am Ende hingehen werden und bleiben, ne? Okay. Erhöhter Verkaufswert. Ja, wahrscheinlich ist das sinnvoll. Okay, also ich weiß Bescheid. Ich werde es jetzt noch nicht machen, aber grundsätzlich weiß ich Bescheid, dass ich das auch verbessern kann. Gucken wir mal, was auf die Schnelle noch freizuschalten geht. Einhänder, längerer Kombo-Angriff, okay. Nehmen wir mit.
Und da taucht das nächste auf. Das geht auch schon. Längerer Kombo-Angriff. Hey! Sehr schön. Und da taucht das nächste auf. Das geht noch nicht. Bosa Herzen plus 1 geht klar. Nicht übel. Zack. Und Usurpator-Hose. Aber ich habe, wie gesagt, bisher nicht den Eindruck, dass irgendwelche Dings. Euch und sprechen, ne? Ah, das ist die Titanenmission. Was wollte ich sagen? Dass irgendwelche. Ach, ich hab's vergessen. Mein Neue Gott, Kraft. Ey. Dass die Anzüge nichts bringen. So, das wollte ich sagen. Aber ich habe auch schon mehrmals jetzt gesagt, glaube ich. Okay, das geht alles nicht. Herzen aller Verbündeten plus 1. Yo. Okay, es gibt jetzt so viele Zwischenmissionen. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall erstmal ganz viele Zwischenmissionen angehen. Gar keine Frage. Vorher werden die Rivalis Herzen noch verstärkt. Ich bin schon wieder stärker geworden, oder? Ja, so ist das. Mein Gutster, so ist das. Ja, ich gehe da ja hin, chill. Ich gehe da ja hin im nächsten Part, aber das ist dann auch die nächste Aufnahme. Aber jetzt doch wieder ein Stundenpart, wie ich es befürchtet hatte. Aber hätten wir das gar nicht unterbrochen, hätten wir 1,5 Stunden gehabt. Aber ich hab zu bald unterbrochen. Ich habe ein bisschen zu bald unterbrochen, ne? Das ist das Ding. Okay, wir haben ganz viele Nebenmissionen. Die werden wir erst alle angehen, bevor wir hier weitermachen. Einfach, weil ich immer machen möchte, was ich kann. Und was gerade da ist. Es ist... Das Spiel bietet enorm viel... Aber das ist typisch für diese Warriors-Reihen. Die bieten einfach enorm viel Content. Ich bin begeistert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und es hat halt diesen, es hat halt einfach den Breath of the Wild Flair. Also, na, es ist natürlich kein richtiges Zelda, aber es fühlt sich jetzt nicht wie ein Fangame oder so an, sondern es ist schon... Ich meine, Astor ist wieder so ein Charakter, der wurde jetzt für dieses Spiel entwickelt. Der wird dann dadurch jetzt nicht wirklich Kanon, in Anführungszeichen, ne? Aber Kanon für diese Warriors-Reihe auf jeden Fall. So wie ja auch, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Namen hießen, aber wie ja auch die anderen Zelda-Charaktere nur in Hyrule Warriors 1 vorgekommen sind. Ich weiß gerade nicht mehr die Namen, ich habe es vergessen. Ich habe es einfach komplett vergessen. Ist egal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.